ich hatte von Anfang an ein super Gefühl und das hat sich bestätigt bis zum heutigen Tag und das macht den Verein, glaube ich, so besonders. Ich sag immer liebevoll, es hat so einen dörflichen Charme. Die Erfolge sind da und das macht natürlich ein Stück weit alles immer noch ein bisschen ja, schöner. Fußball, ich würde jetzt nicht sagen, bedeutet alles, aber es ist natürlich, es hat in meinem Leben einen sehr großen Platz eingenommen und das darf man und möchte ich auch nicht missen. Und ich bin dem Fußball auch sehr dankbar, hat mir viel gegeben. Ich habe viel durch den Fußball sehr viele tolle Leute kennengelernt. Den einen oder anderen Mannschaftskollegen gibt man natürlich ab und zu einen Hinweis. Man hat ja viel erlebt, so wie es früher war, als ich als 18-Jähriger hochgekommen bin im Profibereich, war es auch so. Du warst froh, dass dir jemand geholfen hat und ich glaube, der eine oder andere junge Spieler hier ist auch froh, wenn dann der alte Sack kommt und sagt dann, du, das könntest du vielleicht so machen oder ich würde es so machen. Man sieht es ja auch auf dem Platz, dass das eine oder andere nicht so verkehrt ist und deswegen denke ich schon, dass der eine oder andere was mitnimmt. Wer so meine Profizeit sieht und auch vielleicht mal hinter die Zahlen da schaut, wird erkennen, dass ich nicht der Torjäger war, aber dass ich halt andere Stärken hatte, dass ich sehr viel für die Mannschaft arbeite, was ich jetzt wiederum immer noch mache, aber man belohnt sich halt noch ein bisschen mehr. Man schießt jetzt Tore und ich freue mich über jedes Tor, noch so beschissenes Tor oder Kacktor, wie der ein oder andere sagen würde, aber Tor ist Tor und letztendlich, wenn ich als Letzter am Ball war, ist das für mich okay. Bisher konnte ich sagen, ich war immer fit, ich hatte keine Verletzungen. Jetzt hat es mich doch mal erwischt, nach irgendwie gefühlten 15, 16, 17 Profijahren mal eine Muskelverletzung, was ich vorher nicht hatte. Aber letztendlich bereite ich mich wieder vernünftig vor, dass ich schnellstmöglich wieder fit bin und ja, dann will ich wieder angreifen und wieder spielen. Wir haben es letztes Jahr mitmachen dürfen, was das für eine geile Stimmung war beim Pokalendspiel. Und deswegen denke ich mal, sollte das Ziel eines jeden sein, wieder ins Pokalendspiel zu kommen, das Pokalendspiel zu gewinnen. Da gehört immer ein bisschen Glück dazu, ein bisschen Tagesform. Am Ende möchte ich ins Finale und ja, möchte das erleben, was wir letztes Jahr erlebt haben. Und das ist das natürlich das nächste Ziel und das muss auch der Anspruch von uns sein. Zurzeit ist es wirklich so, dass ich halt meine Ausbildung noch mache und wenn ich meine Prüfung bestehe, bin ich im Juni dann fertig. Dann bin ich dann Kaufmann für Büromanagement und ja, und dann geht's weiter bei MyBet. Im Sommer steht was Großes an. Ja, meine Frau und ich haben uns entschieden, dass wir ja, erst heiraten, dann ein Haus bauen und dann ein Kind bekommen. Und ja, so wie es aussieht, bekommen wir Anfang Juli bekommen wir unser erstes Kind, unser erstes gemeinsames Kind. Ja, und da freuen wir uns natürlich riesig drauf. Man kann die Gefühle auch gar nicht wiedergeben, wer es, glaube ich, noch nicht erlebt hat, was das jetzt auch in den ersten Wochen oder jetzt auch in den Wochen, was das für Tage sind. Ja, es ist einfach was Besonderes und können eigentlich die Tage schon zählen und freuen uns da riesig drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.